Dann kam der Glaube in euer Leben. Christen sind nicht unbedingt die Leute, die sich am Theater verdingen. Es gibt nicht so viele Christen unter den Schauspielern, unter den Regisseuren, unter den Intendanten. Wie ist das passiert mit dem Glauben? Ich bin deshalb Schauspieler geworden. Also ich habe mich zuerst bekehrt mit 18 okay. und bin dann eben aufgrund dieser Bekehrung Schauspieler geworden, weil ich das gedacht habe. Das ist jetzt spannend, bei dir auch so? Also genau umgekehrt okay. wie bei ihm. Genau. Mhm. Ich dachte eben, wenn ich hätte diesen Beruf einfach nicht ergriffen, wenn ich nicht Gott hätte, weil es mir als Person, einfach als Mensch, Eva Maria, einfach ein zu exponierter Beruf ist. Ja, ich finde es ein gefährdeter Beruf für mich. Und erst durch die Verbindung, wie ich dann zu Gott gefunden habe, habe ich gedacht, wenn Gott möchte, dann könnte ich es jetzt tun. Sonst wäre es mir einfach zu, also für mich als Eva Maria, wäre es mir zu exponiert gewesen. Nochmal, das ist ja aber nicht der Beruf, den man normalerweise ergreift, wenn man Christ ist. Also es hat ja auch eine Zeit gegeben, weiß nicht, die gibt es vielleicht in einigen Bereichen immer noch, wo fromme Leute sagen, Hilfe, also von diesem ganzen Bereich soll man bitteschön die Finger lassen und sich da gar nicht erst groß hineinmengen. Haben deine Eltern, Freunde oder so auch so reagiert oder fanden die das toll? Also meine Familie sind alles keine Christen, wenn man das so insofern hat ihnen das nichts ausgemacht. Wenn man das so etikettieren kann. Ja. Also das war nicht das Problem. Gab es denn dann später Momente, wo du gemerkt hast, dass das kollidiert miteinander? Gibt es da schon mal Rollen, wo du denkst, das kann man als Christ ja, nicht spielen? Ja, das gibt es schon, aber das gibt es in jedem Beruf. Also ja. Ich verstehe das gar nicht, ehrlich gesagt, diese Berührungsangst. Ich verstehe das gar nicht. Ja, weil, ich auch nicht, aber frag mal, weil, dass du es erzählst und erklärst. Ja, also weil Theater hat so unmittelbar was zutiefst Menschliches. Also da würde ich gar nicht sagen, da gehören Christen nicht hin, sondern nur da gehören sie ich hin. Ich stelle Leben da. Ja, also natürlich gibt es in jedem Beruf Entscheidungen und Schwierigkeiten. Mache ich als Bankmanager dieses oder jenes mit, ja? Aber das muss ich dann als Bankmanager entscheiden und so muss ich auch als Schauspieler entscheiden. Also sagen wir mal, per se ist es ein Beruf wie andere Berufe auch. War es bei dir schwieriger, wo der Glaube später kam? Ja, da war schon eine große Hürde für mich, also von außen. Bei mir war es so, ich war sehr geprägt, auch in meiner Jugend. Ich war ein sehr einsamer, Eigenbrötler, kämpferischer Typ, auch geprägt durch Schuld und Sühne, Raskolnikow. Und ich habe gedacht, um die Kunst zu machen, um Theater zu machen, brauche ich den inneren Zerbruch. Ich muss den inneren Zerbruch, diese innere Spannung nachfühlen können, damit ich sie auf die Bühne bringen kann. Ja. Und das hat mich eigentlich sehr lange davon abgehalten, diesen Schritt zu Gott hin zu machen, zu Gott Ja zu sagen, weil ich gedacht habe, ich verliere dann etwas. Ja. Bei uns war es so, dass wir uns in der Schauspielschule kennengelernt haben. Die Eva Maria war Christ und sie hat mich dann mitgeschleppt zu allen möglichen Bibelkreisen und in verschiedene Kirchen und Gemeinden und so weiter. Fand ich überall ganz nett. Ich habe gedacht, ja, jeder braucht irgendwo seine Überzeugung. Fandest du sie ganz nett oder die Kirchen ganz nett? Beides, ja. Ich mag Menschen, die wissen, warum sie an etwas glauben, ja. Aber es hat mich eigentlich, diese innere Meinung hat mich zurückgehalten, weil ich mir gedacht habe, ich kann mich für Gott nicht entscheiden, weil dann kann ich diese Sachen nicht mehr spielen, ja. Du willst jetzt wissen, was sich dann geändert hat, warum das anders war. Wunderbar. Wir sind dann zuerst einmal zu einem Hauskreis gekommen. Da gab es fantastisches koreanisches Essen. Ja, das hat mich sehr begeistert. Das war ein Hauskreis, der mich begeistert hat. Und wie es dann weitergegangen ist, dass ich mir meine Gedanken einfach neu überdenken musste, dass ich gespürt habe, dass dieser Gott mir förmlich fast nachläuft. Ja, und ich habe dann plötzlich diese Möglichkeit vor mir gehabt, dass wenn ich Gott annehme, wenn ich Jesus annehme in meinem Leben, könnte das eine Erweiterung sein auch in meinem Leben. Ja, das heißt, ich muss dann nicht ein Gefangener bleiben von dem, wo ich geglaubt habe, ich brauche es doch, damit ich meine Kunst ausüben kann. Ja. Und es ist tatsächlich so, wie ich es erlebt habe, dass es in mir plötzlich Türen aufgemacht hat. Ja. Und natürlich ist es so, dass es heute noch interessant ist, diese morbiden Typen zu spielen. Ja. Aber ich glaube, du kannst diese Sachen und überhaupt diese Kunst nur machen, wenn du irgendwo auch eine andere Dimension im Leben erfahren hast. Ja.
So wie ein Schauspiellehrer sagt dir, um Hamlet zu spielen, darfst du nicht Hamlet sein. Ja? Sondern du musst ihn irgendwo auch verstehen, damit du überhaupt auch da reingehen kannst. Ja?